morgens um 6:30 im Hafen von Greetsiel. Als erste beginnen den Tag die Fischer und die Möwen. Die Männer schippern mit ihren Kuddern auch bei eises Kälte hinaus aufs Meer. Die Vögel, die kreisen in respektablem Abstand über den Booten und hoffen auf einen guten Fang. Wir fahren mit Siebel Poppinger durch den Kanal, der Greetsiel mit dem Meer verbindet, hinaus zum Krabbenfang. Wir haben vorher Fisch gemacht. Mein Onkel und Heibühl von meinem Vater sind auch Fisch gemacht. Wir sind originale Freisen. 100%. Was sind Vorfahren? Der wäre sicherlich stolz auf den kauzigen Fischer Siebelt. Einen roten Vollbart, ein Strickmützchen auf dem Kopf und Pranken, mit denen er leicht einem Seeungeheuer den Garaus machen könnte. Wie man wirklich jetzt schlüsst, dann muss ich dir Bescheid sagen. Da hat unsere Tür lauten, da hat der Bootenteil. 2, 3 Anweisungen und die Schleuse geht auf. Dann lauf wieder erst zu der, wenn du das unbedingt willst. Vor uns die raue Nordsee. Seeleute wie Siebelt Poppinger mögen keine großen Worte. Eine karge und präzise Sprache wie das Ostfriesische kommt ihnen da sehr entgegen. Wir sind im Wattengebiet und da verändert sich immer alles. Die Karten, die wollen ja bis ein paar Jahre wollen die nie stand gebracht. Was der Siebelt hier erklärt, gehört zum Einmaleins der Fischer. Durch Ebbe und Flut und die Strömung verändert sich der Meeresboden ständig und damit auch die Fahrrinne. Wenn wir lernen, dass wir fahren können, damit wir dann nächstes Jahr nicht mehr fahren können. Weil sind die Sandbanken. Ist alles in Bewegung. Mit der Veränderung haben die Ostfriesen gelernt zu leben. Die stürmische Brandung der Nordsee riss ständig Stück für Stück vom friesischen Land fort. Und ebenso wurde den Friesen im Laufe der Zeit ihre ursprüngliche Sprache, das Friesische, entrissen. Genaueres weiß Cornelia Naht. Sie arbeitet nämlich für die ostfriesische Landschaft als Sprachhüterin. Die ostfriesische Landschaft, das ist kein Gartenbauverein, sondern eine Art regionales Kulturparlament. Um 800 rum ist hier noch Friesisch gesprochen worden. Also die richtige alte friesische Sprache, von der wir Reste heute nur noch im Saterland finden, im Saterfriesischen. Und es hat hier in dem Gebiet Ostfrieslands einen Sprachenwechsel gegeben. Ich gehe mal davon aus, dass das so ungefähr im 15. Jahrhundert gewesen ist. Zu der Zeit war die Hanse ja sehr stark. Und die Hanse und die Seefahrer der Hanse haben Niederdeutsch gesprochen und haben das Niederdeutsche hier auch mit nach Ostfriesland gebracht. Und der Einfluss des Niederdeutschen war so stark, dass das die friesische Sprache darüber dann irgendwann untergegangen ist. Untergegangen? Das ist nicht schön. Auch Fischer Siebel Poppinger wäre vor 2 Jahren einmal fast untergegangen. Damals wurde er von einem Sturm überrascht. Hier im Wattengebiet, Windstärke 12. Hier im Watt, Windstärke 12. Da war es nicht so fein. Nee, da war nicht so fein. Was 3 Meter hoch sei hier. 3 Meter hohe Wellen. Da hat er versucht, da bin ich hochgekommen. Ja, da hat er versucht, schnell nach Hause zu kommen. Und der Siebelt, der hat das geschafft. Natürlich. Also, wären wir nicht hier. Echte Ostfriesen sind seit jeher vor allem Fischer und Bauern. Leute, die dem Meer trotzen. Und Leute, die den düsteren Moorboden nutzbar machten und ihn so der Natur abgerungen haben. Über Jahrhunderte haben sich die Ostfriesen geschunden für ihr karges Auskommen. Doch sie nahmen es mit Humor. Fin Husterklatten hangen an den Latten. Um Stückje Brot hauen sie sich tot. Fin Husterklatten, das sind Lumpen, hangen an den Latten. Lattenhanger sind Leute, die kein Geld haben. Und das andere kann auch der Hochdeutsche verstehen. Um Stückje Brot hauen sie sich tot. Theo Schuster ist ein regionaler Verleger aus Leer. Er hat ein Buch über die Schimpfwörter der Ostfriesen geschrieben. Demnach schüttet die einfache Landbevölkerung ihren Spott schon immer über die bessere Gesellschaft aus. Besonders über die Kaufleute der heimlichen Hauptstadt. Also da gibt es Emder Potjekaka, Emder Potjeschgieter oder Emder Türnchischgieter. Die sind die Tonnenscheißer. Oder hör mir um mit Emden. Hör auf, von Emden zu reden. Wetzt, was du damit morgen musst, Mühe um Tau, Mauer drum zu und all vollschrien. Alles vollscheißen. Arme Leute, die ordentlich schimpfen und derbe Sprüche auf Lager haben. Ja, was eignet sich besser für Witze? Noch dazu, wenn dieser urige Volksstamm abgeschlossen zwischen Deichen und Mooren lebt. Na, so kam Ende der 70er Jahre in Deutschland eine Witzewelle auf, die zum Opfer die Ostfriesen hatte. Was macht ein Ostfriese, wenn der Strom ausfällt? Er geht über den Deich und holt 1 Kilowatt. Der König all. Da kann ich hell nicht überlachen. Scherz beiseite.
Via Draveling hat die Entstehung erforscht. Ich würde sagen, 70-80% aller Ostfriesenwitze sind austauschbar. Aber dazu gibt es natürlich auch einige, die auf typisch Ostfriesisches anspielen. Anfangs haben sich die Ostfriesen ja auch über den Klamauk, der mit ihnen betrieben wurde, noch ordentlich geärgert. Dann merkten sie aber, dass sie auf einmal in Deutschland populär waren. Wenn sie irgendwo im deutschsprachigen Raum jemanden fragen, was verbinden sie mit Ostfriesland, dann wird in 9 von 10 Fällen jemand sagen, die Witze. Von Geschäftsleuten hat Forscher Raveling gehört, dass die Witze heute sogar als Wirtschaftsfaktor betrachtet werden. Ostfriesland ist durch die Ostfriesenwitze eine der bekanntesten Regionen in Deutschland überhaupt geworden, obwohl es klein ist, 400.000 Einwohner nur hat. Und vor so einem Hintergrund, da erzählt natürlich jeder gerne weiter diese Witze. Einer meiner Lieblingswitze ist, welche Forderung der französischen Revolution haben die Ostfriesen sofort anerkannt? Antwort, Liberté. Es wird also, ich sag mal, dieser frische Rahm genommen und der wird also mit einer kleinen Schöpfkölle am Rand der Teetasse auf den Tee aufgelegt. Dann fällt dieser Rahm langsam nach unten und steigt dann auch langsam wieder empor. Und dann bildet sich oben also dieses Sahnewölkchen, das ostfriesische Wölkchen, wie wir sagen. Und dann wird der Tee also ohne zu rühren nach ostfriesischer Sitte genossen. Zunächst einmal den herben Tee, dann die vollendete Harmonie von Tee und Sahne und zuletzt eben die schwere Süße. Oh, so ein lecker Kopfgetee, das ist was Feines. Für ostfriesische Verhältnisse, wo sich ja alles im Umkreis von 50 Kilometern befindet, ist Egbert Koltoff ein Kosmopolit. Ständig fährt er für sein Teehandelshaus nach Indien, verkostet hunderte von Tees und bringt die Assam-Auslesen mit nach Leer, die dort dann zur malzig starken Ostfriesenmischung werden. Bei uns auf Platt spricht man, wenn der Wasserkessel kocht, der Kittel sust all. Das heißt so viel, dass das Wasser kocht und dass es jetzt bereit steht für den Aufguss. Wir Ostfriesen, wir lieben den Tee. Der Kettel, das ist der Kessel. Die Kanne heißt Treckpot und der Kandiszucker Klunches. Ganz wichtig ist natürlich noch der Rahm, die Sahne. Nur beim Wichtigsten, da fehlte uns vielleicht ein bisschen die Fantasie. Der Ostfriese kennt bloß Tee und wenn der Tee sagt, dann gibt es bloß ein so Tee und das ist der Ostfriesentee. Es gibt nichts anderes. So um 1650 brachten die Holländer den ersten Tee in die Region. Seitdem trinken wir Ostfriesen ihn rund um die Uhr. Ich war einmal zu Gast bei einem älteren Herrn, der war seinerzeit 90 Jahre alt. Ein Arzt soll den Leuten mal geraten haben, 50 Tassen täglich zu trinken. Und für den Mann war es eine große Sorge, dass nicht mehr genügend Tee da war. Und er hat